Die Sonne guckt sich das immer schon abends an. Ach, natürlich. Was? Vielleicht ist sie gerade, als sie runtergegangen ist. Ist doch egal. Glubschi! Ein Schlüsselanhänger, Glubschi? Mhm. Oh, super! Freust dich? Ja! So ein Qualle oder was? Oder ein Qualle! Ja, so ein Qualle! 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 Hallo! Schön! Ja, schön! Nicht abkühlen mehr, ja? Ja. Guten Morgen, ihr Lieben! Wir haben Freitag, wir haben jetzt 7:30. Der Dominik bringt die Joanna gerade weg und geht dann noch eine Runde mit dem Quentin. Ja, die Nacht war nicht so schön. Die liebe Lamia wurde um 3:30 wach und hat sich das ganze Gesicht wieder aufgekratzt. Die kriegt Zähne und dadurch kommt die Neurodermitis noch mehr raus, weil die dadurch gestresst ist. Und ja, hat wieder alles vollgeblutet gehabt, ne? Sollen wir das mal zeigen? Sollen wir das mal zeigen? Mäuschen. Guck mal hier. Hier am Kragen. Das klebt dann halt da dran. Und wenn die sich bewegt, reißt sie es natürlich immer wieder weg. Ja. So, ich habe jetzt gerade die Taschen genäht, die noch bestellt worden sind. Die müssen heute auf jeden Fall raus. Und zwar zeige ich euch mal. Das ist einmal die hier. Und zwei davon. Ja, die mache ich jetzt fertig und dann bringen wir die gleich zur Post. Es ist super windig draußen. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir, wie wir den Tannenbaum holen. Wir brauchen unbedingt einen Tannenbaum. Ich möchte den jetzt am Wochenende stehen haben. Aber es ist mega windig und ich möchte die Kleine jetzt nicht unbedingt bei dem Wetter jetzt mit rausnehmen. Müssen wir mal gucken, ob die vielleicht zur Oma kann, eine halbe Stunde, damit wir eben schnell einen holen gehen können. Mega ärgerlich. Ich glaube, das wird auch nicht besser, ne? Das Wetter. Naja, gut. Ich werde die Sachen jetzt einpacken und dann mal gucken, wie weit der Dominik oben ist. Der macht auch Weihnachtskarten für seine Kunden. Und ja, die müssen ja dann auch zur Post. Wahrscheinlich werde ich ihm gleich noch ein bisschen helfen. Mal schauen. So, wir fahren jetzt einkaufen, trotz des bescheidenen Wetters. Bescheiden hast du schön gesagt. Ja, ne, ich wollte was anderes sagen, aber ich habe mich dann noch umentschieden auf bescheiden. Lamia ist total quengelig, die zahnt und das tut ihr wohl richtig weh heute. Und dadurch kommt natürlich die Neurodermitis richtig raus und dann kratzt die sich und ja, wollte sich gerade nicht so wirklich beruhigen lassen. Dann haben wir gedacht, komm, Auto fahren geht immer. Und jetzt ist sie auch ruhig. Ja. Sobald das Auto angeht, entspannt die sich und kann ein bisschen abschalten und ist abgelenkt. Jetzt wollen wir einkaufen, vielleicht trauen wir uns auch einfach mal dabei realen Tannenbaum zu holen. Mal gucken. Super windig, er ist ja Wahnsinn. Aber 9 Grad. Ja, aber kalt ist es nicht halt, aber nee, windig und guck mal, liegen schon Äste auf dem Boden. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität ist, wenn wir das Video hochgeladen haben. Wenn wir zurücksehen, müsste das eigentlich fertig sein. Ob man da einen deutlichen Unterschied sieht. Stimmt. Ich denke auch. Wie alt waren die andere Kamera? 2-3 Jahre. Ja. In 3 Jahren tut sich da einiges. Ja. Da könntest du heute wieder eine Kamera kaufen, die wäre schon wieder. Ist die schon wieder veraltet, ne? Es geht ja immer total schnell alles. Der Computer anders, doch. Ja. So, wir sind wieder zu Hause. Ist das ein Wetter, das ist unglaublich. Genau. Ja, erstmal frühstücken. Ja. Um 11:30. Lamia war die ganze Zeit ruhig, hat auf jeden Fall geholfen, das war eine gute Idee. Ja, da ist sie. Jetzt ist es wieder besser, ne? Ist ein bisschen abgelenkt. Und jetzt hast du wieder gute Laune. Einen Weihnachtsstern geholt, finde ich schön. Wonderful. Und was noch? Ja, wir haben uns spontan entschieden, dass der Dominik alleine einen Weihnachtsbaum kaufen wird, weil es einfach unmöglich ist, bei dem Wetter sich einen schönen Weihnachtsbaum auszusuchen mit den Kindern.
So, die Einkäufe sind verstaut. Ich werde der Lamia, habe ich mir überlegt, als wir bei Real waren, einen Püree-Smoothie-Getränk machen für die Kleine. Und zwar mit Banane und Blaubeeren. Und dann habe ich noch hier Tee abgekocht. Das packe ich noch ein bisschen rein. Hier, wer ist das denn? Fencheltee. Bio-Fencheltee habe ich abgekocht. Ja, der Smoothie für Lamia ist fertig. Der hat auch eine richtig schöne Farbe. Und du isst hier gerade dein Brötchen? Mh, überall Brötchen. Ja, ja, ja. So, das ist der Smoothie. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht. Die Farbe. Auf jeden Fall ist die echt schön geworden. Und, oh, der riecht so lecker. Würde ich am liebsten selber trinken. Upsala. So, Madame hat schon gesehen, dass ich was für die habe. Und hat ihr Brötchen weggeschmissen. So, möchtest du mal probieren? Ja? So rum, Schatz, so rum. Genau. Bin mal gespannt. So? Oh, okay. Scheint zu schmecken. Machen wir den Test. Noch mehr? Hier. Meine Lieben, die Kleine, die hat ordentlich was weggezischt. 150 Milliliter hat sie getrunken. Und ja, jetzt liegt sie im Bett und macht Mittagsschlaf. Wir haben jetzt 20 nach 12. In der Zeit habe ich jetzt schon das Essen vorbereitet. Heute gibt es Gulasch mit Spätzle und Rotkohl. Nicht mit Spätzle, mit Bandnudeln. Und ja, das kocht jetzt hier schon vor sich hin. Seit 2,5 Minuten jetzt. Gulasch dauert ja immer eine Ewigkeit. Ich zeige euch mal, was ich so für Gewürze benutze. Und zwar Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Nelken, Salz, Pfeffer und Majoran. Ja, das sind die Gewürze, die ich für meinen Gulasch benutze. Dominik ist jetzt den Weihnachtsbaum holen. Wir haben gesagt, ihr geht ihn alleine holen, weil bei dem Wetter ist es einfach nicht möglich, mit den Kindern sich in Ruhe einen schönen Weihnachtsbaum anzugucken. Man steht dann draußen, es ist mega windig und es regnet. Und ja, und Joanna hat sich heute auch um 3 Uhr mit einer Freundin verabredet. Die geht heute dahin mal zum Spielen. Und da wäre sie eh nicht dabei gewesen. Deswegen hat Dominik gesagt, ihr geht den jetzt alleine holen, packt den ins Auto und bringt ihn dann her. Dann haben wir den auf jeden Fall hier. Er wollte den erst nächste Woche holen. Ich habe gesagt, hallo? Ich will den jetzt am Wochenende hier drin haben. Der muss ja einen Tag wenigstens haben, um sich ein bisschen zu setzen, dass der auch schön aussieht. Ne? Ja, und dann müssen wir natürlich auch umräumen. Mal gucken, wo ich den Laufstall hinpacke. Weil da, wo der Laufstall ist, von der Kleinen, ist immer unser Weihnachtsbaum. Und der wird auch wieder dahin kommen. Nur weiß ich jetzt nicht, wo ich was mit dem Laufstall mache. Müssen wir mal schauen, ob wir umstellen. Aber umstellen geht eigentlich nicht. Wir können den Esstisch auch nicht umstellen, weil da drüber die Lampe ist. Und ich möchte unbedingt einen neuen Esstisch haben. Ich kann den nicht mehr leiden. Wir haben den jetzt schon seit 10 Jahren. Das war so ein billiges Teil. Und der passt überhaupt nicht mehr zu unserer Einrichtung. Und ich hätte so gern einen neuen. Einen richtig schönen. Entweder einen in Weiß oder so einen richtig rustikalen. So aus, einfach einen richtig schönen. Aber auch nicht so glattpolierten. Ich weiß auch nicht. Ich muss den Tisch sehen und sagen, oh, das ist der. Den will ich haben. Dann ist das der richtige Tisch. Von deiner Freundin, Finja? Ja. Heute Abend? Ja. Ja, muss ich gleich mal mit ihrer Mutter besprechen, was das für eine Party ist.
Ich glaube, die gehen gar nicht. Ist das nicht ein Kindergottesdienst? Nein. Eine Party. Eine Party? Und Romy wurde gar nicht operiert. Ja, habe ich schon gehört heute Morgen. Hat sie uns erzählt. Mama. Ja. Dann kannst du bitte vor. Da ist der Tannenbaum. Ist der von oben hier? Ja, hast du Ritt gelesen? Guck mal hinter dir. Was sind das? Was denn? Freche Hühner, ey. Heute Morgen stand die direkt hier ganz vorne. Jetzt, guck mal, gucken wir die kommen. Mama? Mhm? Ich glaube aber schon, dass es eine Party ist. Du darfst aber mitgehen auf jeden Fall, ja. Darf ich lange bei Finja bleiben? Müssen wir mal gucken. Wie der Quentin daneben steht, ist ja Wahnsinn. Ist ja nicht sehr ärgerlich, gar nicht, ne? Nee, der denkt, der will selber einen Huhn. Viele Farben kannst du sehen. Nicht die auf Beinhauen, bitte. Zahlen und zähl mit, fang mit Nummer 1 gleich an. Wechsel mir mal das Programm. Viele Farben. Stell die Musik leise oder laut. Lass sie spielen, halt sie an. Ja, schon ganz alleine sitzen, Mausi. Das ist ja toll. Ja. Super! Yay! Ja! Hast du toll gemacht! Ja, meine Lieben, die süße Lamia ist total müde. Die hat heute auch nicht so gut Mittagsschlaf gemacht. Aber ich will sie noch nicht ins Bett bringen, weil eigentlich haben wir erst 10 vor 6. Das ist noch ein bisschen früher. Dann wird sie wieder um 4 Uhr wach und dann stehen wir da wieder. Alle todmüde, mitten in der Nacht. Das soll ich irgendwie wach halten. Ja, guck mal, da oben hängt was. Ja, Dominik zockt gerade hier. Walking Dead. Quentin liegt hier rum. Gleich wird die Joanna auch nach Hause gebracht. Joanna wird gleich nach Hause gebracht. Ich denke mal so 7:30, 8 ist sie wahrscheinlich zu Hause. Aber dann liegst du schon im Bett, ne, Häuschen? Ja. Ansonsten steht für heute nichts mehr an. Morgen bringen wir den Baum rein. Wer kommt denn da? Ach, die Nachbarn. Und, weißt du, wo der Schlüssel ist? Den braucht man jetzt zwar gar nicht. Haben wir schon gedacht. Aber hier liegen irgendwo Batterien rum, die musst du einsammeln für das Radio. Ach so. Und was hast du dann davon? Ich dachte, du musst den Glenn helfen. I remember now. Yeah.
Patsch. Ah. Du willst die Kamera in den Mund nehmen, ne? So, ich habe da mir jetzt gerade Bett fertig gemacht. Die hat es bis 17:45 geschafft. Die ist gerade hier fast eingeschlafen. Ne? Jetzt ist sie oben fertig, eingecremt, Bett fertig gemacht, gefüttert. Und ist auch sofort mit ihrer Schmusedecke eingeschlafen. Und du, kommst voran? Mm-mm. Hast du den Schlüssel gefunden? Mm-mm. Hast du die Batterien gefunden? Soll ich spielen? Mm-mm. Okay. Du kannst gleich von Beginn an spielen. Ja, ich werde mich erstmal die Nägel lackieren. Mit dem... Joanna ist wieder da. Um 7:30. Zeig mal deine Karte, die du gebastelt hast. Kann man sogar hier so festhalten. Cool. Kann man festhalten. Da hast du aber noch nichts reingeschrieben, ne? Nee, noch. Das wollte ich zu Hause machen, damit die ein bisschen trocknet. Okay. Und es trocknet. Ja, das stimmt. Pack mal die schön hier hin. Mhm. Und dann kann die in Ruhe trocknen. Alles für dich. Ich mach Brotmaschine Marsch! Brotmaschine Marsch! Marsch! Weiß ich, dass die Tür und offen ist? Ich will Sushi heiraten, Sushi. Sushi willst du heiraten? Madame, jetzt ein kleines Hochtanz. Ein kleines Hochtanz. Was haben wir hier hinten? Hier die? Oh, Schmerz. Das Ältere. Was ist? Ich habe mich gesagt, die alte Burke. Ich glaube, welche ist die Ältere? Eines von heute und eines von gestern und vorgestern. So, Joanna, Abendessen. Ich zeige euch mal, was es gibt. Hey, wieso guckst du? Ich wollte basteln. Ja. Glückchen. Glückchen. Ist jetzt schlafen? Was machen wir denn morgen? Was soll ich? Tannenbaum reinbringen. Tannenbaum. Den machen wir morgen früh, schneiden wir den auf, damit er sich ein bisschen setzen kann. Können wir heute den Freundchen? Oh, ich furzsack hier. Na, sie juckt. Furzsack. Können wir den morgen schmecken? Halt mir noch mal hin. Weiß ich nicht, ob wir den morgen schmecken können, oder? Ah, na, ess du. Na komm, mach damit ins Bett, kommst gleich. Ja, wir wollten The Voice gucken zusammen, aber Joanna hat ganze 10 Minuten ausgehalten und hat jetzt gesagt, sie möchte ins Bett. Wieder anstrengend. Bist du kaputt? Die Woche, ne? Schule ist anstrengend, ne? Ja. Und guck mal, so lang. Ja. Kannst du schön schlafen. Kannst du morgen nochmal gucken, ist die Wiederholung. Ich habe keine Lust, The Voice zu gucken. Hast keine Lust? Ich mag nicht mehr The Voice. Du magst es nur am Anfang, wenn die drücken, ne? Und dann nicht mehr so. Aber The Voice Kids fandst du immer gut. Aber auch nur die erste Staffel. Im Februar. Ja, die letzte fand ich nicht so gut. Nee. Aber da waren auch nur große. War auch müde. Ist auch müde. Ja. Du hast doch schon 3 Stunden heute geschlafen. Stimmt gar nicht. Heute Mittag? Heute Mittag? Eine halbe. 3/4 Stunde? Und gerade 1,5. Ja, sind 2. Guck mal, wie meine Augen sind. Nein, ich bin aber auch müde. Ich werde heute auch nicht alt. Aber nicht guck mal meine Augen. 3:30 wach. Mama, guck mal meine Augen. Ich war gestern auch bis 3:30 wach. Mama, guck mal meine Augen. Und du hast auch geschlafen. Ja. Mama, guck mal meine Augen. Es ist ja auch hier kein Wettbewerb. Mach mal hier einen Schlafwettbewerb. Das ist kein Wettbewerb, nein. Wir sind beide gleich kaputt. Guck. Wir sehen wirklich kaputt aus. Wir sind Geister. Au, 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 au. Wir können ja mal einen Wettbewerb machen, wer am längsten wach bleiben kann. Ja. Okay. Ja, du verlierst. Du bist du jetzt schon ins Bett? Wer 24 Stunden wach bleibt? Nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Nicht, wenn man 2 Kinder hat, ne? Nee, auch so nicht, ey.
Ja, früher wäre doch egal gewesen, aber jetzt. Was für ein Sinn denn? Was soll ich 24 Stunden wach sein? Ich liebe es zu schlafen. Bist du froh um 5 Minuten Schlaf, den man kriegt? Ach klar. Ja, weißt du was, in der Nacht merke ich gar nicht, ob ich schlafe oder nicht. Ne? Jetzt geht's so schnell rum, ne? Du schläfst auf dem Moment auch sehr gut. Dich hört man und sieht man nachts nicht. Wenn ich das hier filme, guck mal, hier ist das so komisch. Im Dings ist das nicht so, in der Küche. Hier ist das immer so bläulich. Siehst du das? Ganz schlecht. Weiß ich auch nicht, na egal. Ja. Tschüss! Bis morgen! Bring ich dich jetzt nach oben, ne?